So, Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Breath of the Wild. Wir sind auf dem Weg nach Goronia und ich habe für 2 Minuten Hitzeschutz. Was eigentlich kein Problem ist, denn ich habe ja das. Und das wird mich auch schützen. Aber ich will es auch nicht anziehen, weil ich noch Hitzeschutz habe. Ach ja, wir haben ein Krone, dessen Name da endet, aufgegabelt und ihn für Tabaras erworben. Tubisberg, Patte 4, hier entlang nach Goronia. Ja, da oben sind wir. Ich würde gerne die Maske abnehmen, aber könnte sein, dass er irgendwie so ein hier aus dem Nichts plötzlich diese blöden. Ach, ich riskiere es. Jetzt kommt ein Skelett raus. Obwohl, die werden eh oder so für uns. So, wir haben es gleich geschafft. Oh, bricht jetzt der Vulkan aus? Schlechtes Timing. Bleiben wir erstmal hier. Okay. Lieber Ocarina of Time. Dann konnten wir uns mit dem Hylia-Schild abbeschützen. Okay. Haben wir das übersprungen? Oh, ein Schrein in der Nähe. Ach nö. Wir vorstellen, Varudania, der Feuertitan. Und er dreht seine Runden schon seit Tagen und Stunden. Der hat echt einen Hammerschwanz, der Dude. Tja, Haie haben einen Hammerkopf und er hat einen Hammerschwanz. Ich finde es übrigens geil. Jetzt ist er nämlich da vorne. Und gerade eben sahen wir ihn. In dass er schon halbwegs immer am Berg ist. Ah, nö, jetzt haben sie das wieder geske. Ich finde es so geil, dass sie so die Titanen schon zeigen. Bevor man mit ihnen zu tun hat. Das gibt nämlich der Welt Tiefe. Willkommen, Mädlerling! Kennen wir uns? Hä? Sag mir lieber, ob du die Lavabrocken eben gut überstanden hast. Sonst wäre ich ja nicht hier, oder? Sonst würde ich da irgendwie unten da wohl vom Steinerschlag liegen. Okay, man fragt trotzdem nach. Wegen dieser Lavabrocken kommen kaum noch Besucher hier lang. Ach, mir ist langweilig, so langweilig, dass ich jeden so begrüße, als wäre einer der legendären Recken. Okay, bis auf den Recke Mifa. Weil sowas kommen hier nicht hierher. Kein Wunder, sie werden auch dann gebratene Fische. Link war der Jane, der vor 100 Jahren gemeinsam mit unseren Recken den legendären Dahu gekämpft hat. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, frag doch unseren Chef ganz hinten in der Stadt. Ja, aber das werden wir nicht tun. Oh, ein Kunde. Bist du ein Reisender? Da muss ich dir unbedingt was zeigen. Folge mir. Es ist ein altes Klischee, mein Freund, dieses. Das musst du dir ansehen. Da wären wir. Dies ist der Rüstungsladen. Du würdest einfach sagen, ja, geh in den nächsten Haus. Da ist nämlich ein Rüstungsladen. Da wolltest du nicht extra herräumen brauchen. Vor kurzem ist hier so ein Viech namens Varudania auf den Todesberg erschienen. Seitdem ist die Brandgefahr hier noch größer geworden. Wenn du schlau bist, kauf dir Schutzkleidung.
Ja. Nehme ich Schaden? Warum frage ich so doof? Schon gut, lassen wir es. Wie viel kostet die Hose? Ich kann mir nicht helfen, weil die Feuerrüstung erinnert mich ja ein bisschen an diesen Anzug von Gordon Freeman. Aha. Oh, kann ich auch kaufen. Danke. Aber ich finde auch gut, dass man die Rüstung nicht ganz kaufen muss. Sondern es reicht, wenn man unter anderem auch den Helm hat. Ich glaube, der kostet 2000, die ich nicht habe. Komisch, dass der Helm teurer ist. Naja, der Kopf muss ja halt beschützt, muss halt geschützt werden. Problem ist nur, wenn der wenn der Rest des Körpers nicht geschützt wird, dann bringt das alles gar nichts. Ich meine, hey, der Kopf kann auch gut geschützt sein. Wenn der vom Körper abgehackt wird, bringt das gar nichts. Okay. Ich hatte gerade die Finger in der Nase gehabt. Warten wir mal, aber ich hoffe nicht. Das ist ein bisschen richtig eklig. Was kann ich da so verkaufen? Weil ich ja will ja. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir bis 200 kriegen? Ach, kratze ich die. Nein. Ich meine, wenn er sich nur die Nase kratzen würde, dann würde er nicht schnippen, oder? Muss das sein, Idiot. Oh. Das ist eklig. Also, nee, come on. Ich finde das eklig, Leute. Und ich hasse es auch, wenn es in Animes oder Manga vorkommt. So, wo ich denke, ist das euer verdammter Scheiß ernst? Ja, nimm. Außer von den Elementardingern. Da kriegst du nichts, weil ich brauche die nämlich für die Ausrüstung. Die ist nämlich auch nicht leicht zu kriegen. Ja, die Hälfte kriege ich also dafür, wenn ich sie verkaufe. Als wenn er sich nur mal an den Nase. Hör auf damit, Junge! Und komm nicht. Naja, vielleicht war er nur Dreck weg. Ich finde das irgendwie so eklig und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht witzig. Auch gleich so Furzwitz. Entschuldigung, aber ich finde das nicht witzig. Keine Ahnung, warum da so welche das feiern und so. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein Video gesehen, das, ich glaube, es war aus Batman oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall, da fand es witzig, dass der Protagonist anstelle, dass er was sagt, dass er rumfurzen tut, also, das war jetzt gerade mein Mund, Leute, mit dem Mund. Wisst ihr, da denke ich mir, muss das sein? Nein, weil ich weiß nicht, was daran so witzig ist, solche Furzwitze. So, ich weiß nicht, was war denn bei der Szene so? Da sitzt er mit der einmal so einer Tusse im Auto, sie haben reden, sie sagt was und anstelle, dass er was sagt, wird da halt immer so Furzgeräusche eingespürt und so, und das soll halt ultra witzig sein. Ich weiß nicht.
Oder Röpswitze. Warum da einige meinen, dass es so halt eher witzig ist, das erschließe ich mir nicht. Ich finde es nicht witzig und ich würde es auch nicht feiern. Ach, was soll's. Die laufen mir eh immer über den Weg. Ich will ja noch woanders einkaufen gehen. Blau, rot, gelb, nö. Dann eher das. Könntest du aufhören, in deiner Nase rumzubohren, während ich was bei dir, sag mal, verkaufen tue? Hab ich auch irgendwas, was ich verkaufen könnte? Ja. Na, komisch. Ich kriege hier für 300 für so einen Sternsplitter. Und das teuerste ist tatsächlich so ein Diamant. Da kriege ich 500. So. Du kannst aufhören, in der Nase zu popeln. Oh, ich habe in so ein Interview gesehen, da meinte einer, ja, Rübswitze sind immer witzig. Und ich dachte nur, nope. Ja, ich weiß, aber dafür wieder da kein Geld. Was immer ganz witzig ist, die massieren einen, also man kann mit Massage machen und dann wird links recht durchgeknetet. Hier sind Feuerpfeile. Und hier sind, haben wir die Eispfeile. Ach, dann muss ich mal sehen, ob ich noch irgendwas. Na, kann ich nicht eigentlich. Ich habe. Warte mal. Nee, die habe ich ja gerade verkauft. Vielleicht finde ich, dass hier das Fleisch verkaufe. Uff. Oh, ein anderes Mal. Ich weiß wirklich nicht, was an den Witzen so, was daran so witzig ist und so. Sorry, das ist jetzt. Also wenn jemand das witzig findet, schön. Ich find's nicht witzig. Was einfach eklig ist. Und ich bin eigentlich auch froh, dass die Mangas, die ich auch lese, auch sowas nicht reinbringen. Okay, ich habe zwei. Jetzt habe ich 5 von diesen Löschern. Ich sammle mich ein, weil ich sie einsammeln kann. Hi, Idiot. Natürlich da kein, kein Krog. Das war zu. Ist einfach zu. Fällt nicht sonderlich auf. Wir wollen aber auch dahin. Damit wir nämlich immer hierher teleportieren können, ohne dass wir wieder hier hochklettern müssen. Kann er mich gleich erwischen? Warum war ich so doof? Ach ja, kleiner Hinweis. Röstet niemals, auch wirklich niemals auf dem Todesberg Bombenpfeile. Warum? Naja, sollte offensichtlich sein. Für welche, die es nicht verstehen, man jagt sich sonst selbst in die Luft. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Shimo Itose. Im Land der Könhilias heißt du geprüft werden. Schwankendes Feuer. Hm.
ist irgendwie schwachsinnig, was ich da mache. Aber hey, ich habe schon da den Weg frei gemacht. So, es wird hier kein Fass aufgemacht. Oder was ich auch nicht sonderlich mag, sind, wenn der Held in irgendwie in peinliche Situation kommt. Habe ich jetzt nicht dafür Geld? Ja, tatsächlich Platz. Tatsächlich. So wie das bei Korovar der Zombie Descartes der Fall ist. Oh. Das war's mit euch. So nach dem Motto, dass der Typ dann plötzlich mit einem Schlag. Ist noch einer. Eine in so ein peinlichen Kostüm steckte. Hey, hau nicht ab! Der ist schüchtern, der Dude. Hi. Ich glaube, der will mich hier im Augenschein nehmen. Geh tot. Oder geh Schrott. So kann ich gebrauchen. Also ich weiß nicht. Also warum so panisch? Naja. Sag ich mal so. Das war halt das Kostüm eines Magic Girls. Und da stand er plötzlich da vor seinen Mitschülern in diesem Kostüm. Und die dachten sonst von ihm. Und ich muss ehrlich sagen, ja, was ist da so witzig? Also, ehrlich gesagt, ich fand's nicht. Achso, ja. Hier konnte man irgendwie das Feuer da. Hä? Das wird einfach despawned. Okay. Und ich bin kein Fan von so peinlichen Momenten, die auch noch auf wo der Held oder die Heldin nichts getan hat. Dass es irgendwie rechtfertigen würde. Oder allgemein so manche peinliche Situationen. Und die auch durch die Dummheiten des Helden kommt. Kleiner Schlüssel. Ein Schnitzel. Ah. Oh, die Tür ist wieder zu. Okay. Kein Problem. Oh, hier ist ja noch eine Schatzkiste. Ich würde sagen, Schatzkarte, aber haut ja nicht hin. Oh, Eispfeile. Das ist nice. So. Hier kommen wieder die Dinge runter. Aber das brauchen wir nicht. Weil wir haben das ja schon erledigt. Indem wir einfach einen Feuerfall da hochgeschossen haben. Und was sind wir hier drinnen? Hi! Hi, Diod! Krieg ich ein Zeichen der Bewährung? Das wäre nämlich sehr nice von dir, Diod. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich schüttel ein bisschen, ja? Im Namen der Göttinger verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Hier, für dich. Oh, danke. Beherrscht der mit Telekinese? Oder
oder Zero Gravity, weil er lässt ja einen Ring da stehen, seht ihr? Hiermit ist man den zerfüllt, möge die Göttin hier dir beistehen. Ich habe endlich Rente. Mann, war mir langweilig. Verständlich. Ich meine, 10.000 Jahre. So. Und wollen wir mal. Dahin? Ah. Gehen wir mal dahin und sagen mal hallo. Wie geht's? Wie steht's? Oh, ich glaube, wir haben ihn gerade beim Schlafen. Ich hätte gerne gesehen, wie der schnell. Hey. Tut mir leid. Ich fange erst mit der Arbeit an. Geh aus dem Weg. Ja, morgen, geh aus dem Weg, Alter. Okay. Wenn du nichts Spezielles willst, dann verzieh dich. Oh, wenn du so mit deinen Kunden umgibst, dann naja, kann sich das leisten. Warum? Weil er der Meisterschmied ist. Wo will er eigentlich hin? Ach, sieh mal an, der Werk geht jetzt so, steht im Hype. Oh, ist ein Ambus. Er hat also mit Hammer und einem rot glühenden Eisen gepennt. Okay. Was guckst du? Tut mir leid. Du lenkst mich ab. Nicht sehr gesprächig, der Idiot. Oh, schon. Habe ich den umgeworfen beinahe? Ernsthaft? Er ist ein verdammter Gewohne. Dieses Haus gehört Rohan, dem Meisterhandwerker. Kann ich dir weiterhelfen? Rohan? Meister Rohan ist ein genialer Schmied, der die alten Künste weiterführt. Er ist unglaublich streng zu sich und auch zu allen anderen. Okay, dann habe ich Unhöflichkeit mit Strenge verwechselt. Als Teil meines Trainings soll ich die Magnarocks in der Umgebung von Goronia besiegen. Aber den Magnarok am Doronia-See erreiche ich einfach nicht. Ach, wenn nur jemand anderes dahin käme. Okay. Das war eine Mission. Aber, tja. Aber glaubst du wirklich, der Meister ist so dumm und merkt nicht, dass du es nicht warst? Der Witz ist ja eigentlich, da wir in die Karte haben, kann ich es ja sehen. Hier? Das sieht aus wie eine Krabbe. Ach, hier, nee, ich glaube, ja, Doronia. Hier ist der. Also, hier ist der Magnarok. Der Magnarok ist einfach halt ein Ivarok, nur brennend. Also, ich meine, ich hätte verstanden, wenn der Magnarok hier wäre, weil da kommt man echt schwer hin. Aber hier an der Küste, ja, kann man ja sagen, Küste, das ist doch gar nicht so schwer. Da komme ich ja ohne weiteres hin. Na, Moment mal. Ach, guck mal hier. Die Grill ist gewinnt, ja. Willkommen bei Muskelfleisch, den Grill mit den heißen Steinen. Tag, Freund. Kann ich dir weiterhelfen? Was ist das hier? Wie du siehst, verkaufen wir hier Gegrilltes. Eigentlich essen wir nur Steine, aber für Touristen brüsten wir auch ein wenig. Ja, isst nur fleißig, dann bekommst du bald auch so einen Luxuskörper wie wir Goronen. Ja, vielleicht die Muskeln. Aber ich möchte mich nicht rollend vorwärts bewegen. Ich hoffe, du kommst bald wieder von. Ja, das mache ich. Tja, Leute. Ich habe mich auch damals gefragt,
Kann ich da rauf oder nehme ich Schaden? Hab mal ausprobiert. Und Dela und die Reaktionen sind so geil. Hey! Sag mal, hast du keine Erziehung genossen? Nicht schon wieder! Ich stand schon die ganze Zeit drauf. Könntest du bitte davon absehen, da hochzusteigen? Niemand will geschmorte Füße in den Essen haben. Ich bitte dich, komm einfach runter. Das Gesicht ist so geil. Aber hast du keine Erziehung genossen? Dabei wollte ich nur einfach testen, ob ich feuerfest bin. Ich feier das. Oh, sieht ja aus wie Zuyas, die Rune. Die Dornrune hier. Gut. Kaufen wir alles. Ich gebe dir alles für 48 Millionen. Brauchen wir zum Backen? Besten Dank. Ich hatte schon überlegt, die Ausstellungsmittel im Preis zu reduzieren. Weil sie so lange rumlagen. Wie viel kostet das? 20 pro Stück. 20, ja. Oh. Zum Glück sind das keine Bombenpfeile, aber ich glaube, so bekloppt wären die nicht. Schankel Jön, ich sollte mir besser um Nachschub kümmern. Also, ich habe eigentlich noch vor, zum Abschluss eine Magnarok-Kampagne zu zerstören. Aber ich denke, ich mache den hier. Ich wollte was anderes gucken. Ja, 20 Feuerpfeile. Das geht dann. Ich werde einfach halt die Mission mit dem Lehrgeld machen. Hugo muss für den Magnarok Andoronia besiegen und den Respekt seines Meisters bringen. Der Magnarok befindet sich jedoch an einem sehr schwer zugänglichen Ort. Da wäre es ihm lieb, wenn jemand anderes an seiner Stelle bringen würde. Ja. Schwer zugänglich. Der Witz des Jahrhunderts. Ich gehe falsch. Ich finde die Musik auch irgendwie geil. Es hat nicht. Doch, man hört auch ein bisschen so dieses typische Grone raus. So diesen Theme da. Ach, den hier nicht ansprechen, sonst machen wir die Mission mit den Barudan, ja. Und das wollte ich noch nicht machen. Soll da aufpassen. Oh, ja damit. Dann will ich auch die Maske aufsetzen. Obwohl, bei einigen Monster bringt es gar nichts. Nee, warte mal. Den habe ich ja noch nicht fotografiert. Also diesen Octorok. Ja, ich habe nicht ganz zuschlagen. Ich muss ja schießen. Also der Magnarok ist genauso zu bekämpfen wie in Ivarok. Hier. Das geht einfach so. Warum zur Hölle läuft da ein Strauß entlang? Er sammelt ein Dude, sonst verbrennt's.
Wenn man das nicht macht, also zum Explodieren spucken sie es wieder aus. So, jetzt können wir wieder Luftballons machen. Ist die Nordmine? Übrigens, die Pfeile, die Feuerpfeile brennen von selbst. Oh. Und das Fleisch wird sofort gut gegrillt. Ja, mit den Typen reden wir später. Weil wir haben erstmal eine andere Mission. Ach ja, da ist ja auch so ein Viech. Also das ist hier der Weg zur Harodania, aber da wollen wir noch nicht hin. Okay, aber... Na okay. Wir müssen gar schon außen rumlaufen. Obwohl ich glaube, die Grun können in Lava schwimmen und ihnen passiert da nichts. Darum finde ich so wirklich so witzig. Das heißt, schwer zugängliche Stelle. So schwer zugänglich ist die Sache wirklich nicht. Ach ja, ich muss auch übrigens auch aufpassen. Also die Rüstung ist natürlich... Oh. Ja. Ist natürlich nicht so stark wie andere Rüstungen, die wir verbessern konnten. Das heißt, wir müssen die auch verbessern. Oh, ein He... Moment mal. Ach doch, zwei Geflügel. Ich dachte jetzt, das wäre so ein Hähnchen und dann hier so ein Geflügel, wo man denkt, wo kommt das dritte Bein her? Okay, aber wirklich nicht besuchen. Gucken wir mal ganz kurz. Dieses Dorf. Okay, hätte vielleicht ganz rumgehen müssen, aber. Aber trotzdem ist es kein Beinbruch. Ich finde es nur halb witzig. Ja, hier ist auch ein Schrein. Zwar auf dem See, aber. Hm, nice und Paul. Alle sind echt hübsch, muss ich sagen. Als ob da Glitzer drin ist. Je mehr Glitzer, desto wertvoller ist der Edelstein. Das ist ein Umkehrschluss. Wenn er weniger Glitzer ist, dann kriegt man ja billig. So, da ist er. Moment mal, da fällt ja auch ein. Ich müsste den ja fotografieren. Hä? Nein! Ach so, okay. In seiner ganzen Pracht. Ja. Lassen wir diese... Wollen wir sehen, vielleicht... was? Hey, du... Der Arsch hat mich in die Lava geschleudert. Ja, das... Link, hör auf. Ja, was wollte ich eigentlich? Ich wollte das hier machen. Geht nämlich auch. Okay, dann, also, den Festspalter nehme ich sehr gerne, um Erze zu kriegen und halt die ganzen Ivarocks, Magnarocks und Ladarock Platz zu machen. So. Okay, ich bin in der Lava gefahren. Hey, das war halt dumm gelaufen. Okay, den haben wir auch noch mal.
Aber ein gutes hat es ja. Ich könnte jetzt nämlich eine schöne Corona-Massage vertragen. Alles? Nö. Doch, wir haben alles. Warum sage ich eigentlich nö? Okay, so. Da können wir uns einen Weg sehen hier. Den Weg des Helden. Mehr Geld. Tagebuch öffnen. Du hast den Magnorok und der Runiersekt besiegt. Erzähl Hugo davon. Gut. Und da werden wir uns jetzt auch hin teleportieren. Warum soll ich nämlich den ganzen Weg jetzt doch nochmal hinlaufen, Leute? Dann werde ich auch die Dinger verkaufen. Also so ein paar Edelsteine, weil ich verkaufe sie so ungern, weil ich halt für die Ausrüstung die brauche, also um meine Rüstung aufzubessern. Ja, das ist nämlich eigentlich auch der Grund, warum ich die ungehende verkaufen tue. So. Den kann ich ansprechen, der ist nämlich unhöflich. Kachor nimmt seine Medizin nicht, dann sagt er, plumps in die Lava. Kann ich dir helfen? Magnorok besiegt. Was? Du hast den Magnorok am Dahoniasee besiegt? Darf ich sagen, dass ich es war, wenn ich dir 100 Rubine gebe? Klar. Toll, da sind wir uns einig. Bitteschön. Danke. Ich muss meinem Meister von dem Magnorok erzählen. Jetzt wird er mich hier in seine Künste lehren. Mehr Geld. Geschafft. Du hast den Magnorok immer besiegt und Hugo davon hast. Und dann hat er dir 100 Rubine erhalten. Was eigentlich nicht lange anhält, weil bei Blutmond ist er doch wieder da. Was möchtest du? Wuhan informiert? Nein, ich habe noch nicht von meinem glorreichen Sieg über den Magnorok am Daroniasee erzählt. Ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht, mich mit deinen Lorbeeren zu schmücken. Ehrlich, werd am längsten, sagt man ja. Aber in diesem Fall werd wohl auch meine Ausbildung am längsten. Ja, es hätte nämlich auch sein können, dass der Typ, der es recht einen Arschtritt gegeben hätte, weil er nämlich ganz genau weiß, dass du es nicht warst. Ich meine, gerade solche alten Hasen, an den kannst du nichts vormachen. Oh. Ah, so schlafen die. Sie schlafen also im Sitzen. Na gut. Dafür will ich mich schön massieren lassen. Das habe ich sowas von verdient. Nachdem ich die Lava geplumpst bin. Nee. Ich weiß, ich hätte mir einen Herzcontainer holen können. Aber dann, ja, hätte ich die Massage mir sparen können. Übernachtungen. Hi. Hallo Reisender. Übernachte bei uns und gönne deinem müden Knochen eine Pause. Was ist das hier? Das hier ist die Goron-Herberge Gorogoro. Ist das nicht ein Name von ein Gorone irgendwo? Der kommt mir bekannt vor. Nichts ist erholsamer als ein Zimmer mit einem Blick auf den Todesberg. Ist wohl eine Anspielung auf den Blick auf Fujiyasa. Wenn doch nicht das Haus des Chefs im Weg wäre. Dafür bitten wir Übernachtungen im Paket mit garantiert schmerzlosen Gorone-Massage an. Bitte ohne, bei uns schläfst du gut. Okay.
Ja, schmerzlos, oder? Hi! Ja, Meda. Na, lass mal die Gaude schlafen. Haben wir noch hier jemanden? Bin ja so geil, dass in der Lobby eigentlich Betten sind. Du bist sicher müde! So spät! Eine Nacht im normalen Bett kostet 20 Rubine. In Kombination mit einer Grobmassage, weißt du? 18 Rubine. Grobmassage? Ist das deine erste Grobmassage? Dabei liegst du auf einem harten Felsen und wir drücken und drehen und strecken dich ein bisschen. Aber keine Angst, das tut nicht weh. Einfach entspannend. Wenn du aufwachst, fühlst du dich wie neugeboren. Eine Nacht, okay, sagen wir bla bla, sagen wir mit Massage. Wie lange möchtest du nach deiner Massage schlafen? Boah, bis mittags. Dann leg dich mal auf die Steinmatratze und entspann dich. Wo denn? Vulkan, du kannst loslegen. Okay. Alles klar, Bruder. Hey, hi, Kalis. Aha. Das klang nicht gerade schmerzfrei, Leute. Haben sie sich eingerollt und sind dann daraufhin nur abgerollt? Blutmond? Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Hä? Wir hatten doch vor kurzem noch Blutmond. Link, sei auf der Hut. Habe ich so viele Monster platt gemacht? Okay, manchmal ist es so, dass mittendrin plötzlich Blutmond ist. Na, wie war Massage? Du bist jederzeit willkommen. Hi. Sag. Was will? Nicht wirklich? Oh, zu schade. Wer bist du? Ich heiße Ramela. Wie du sehen kannst, bin ich hier aus Gerudo. Ich kam hierher, um Juwelen aus Gorunia zu sammeln. Im Moment ist die Lage wegen dieser Lavabrocken schwierig. So kann ich meiner Arbeit nicht nachgehen. Was denn? Hast du noch nie eine Gerudo-Dame gesehen? Ist die nicht heiß? Oh, ich habe Brandschutzmedizin genommen, also es geht schon irgendwie. Wenn du Brandschutzmedizin suchst, ein kleiner Gorone hierfür kauft welche. Solltest du nicht entgehen lassen. Was werde ich darum geben, dass mir diese brennende Hitze nicht so dazu setzt? Naja, eigentlich ist das schon witzig, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich auch selbst aus einer heißen Gegend kommt. Aber Hitze vom Lara ist doch wieder eine ganz andere als Wüstenhitze. Und wo zur Hölle ist eigentlich Kalis? Den haben wir doch gesehen. Ja, eigentlich wollte ich ein paar Bänden, aber... Ah, da ist er ja. Boah, der steckt wohl die Hitze ganz locker weg. Okay, dank der Medizin. Ich habe schon vieles erlebt, aber diese brennende Hitze ist wirklich brutal. Ohne Brandschutzmedizin würde ich sterben. Ich hoffe, du vergisst nicht regelmäßig was zu trinken. Das sollte man nicht tun. Ich glaube nicht, dass ich hier malen kann. Ich werde diese Landschaft später aus meiner Erinnerung zeichnen. Hi. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich war schon in allen Ecken von Hyrule, also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Wenn du ein Bild mir zeigen willst, dann nur zu. Okay, welche Gegend wird er mir hier zeigen? Das ist Schloss Hyrule und der Wald von Hyrule im Norden davor. Nee, wenn man von der Anhöhe südöstlich des Waldes hinabblickt, müsste man diese Landschaft sehen können. Apropos, weit im Süden von hier befindet sich der Stall des Waldes. Im Norden des Stalls soll ein Hügel mit einer prächtigen Aussicht liegen. Tut mir leid, mehr weiß ich natürlich nicht. Alles klar. Sagst du noch was anderes, oder? Nö. Nein? Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann. Immerhin bin ich dir was schuldig. Okay, na... Ich würde gleich mal sehen, ob da hier das, wie das Bett aussieht, was er hier zeichnet. Aber das werden wir ja leider nicht sehen können, weil man sieht ja nur die Bilder, wo er gerade am Arbeiten ist. Und hier kann er wegen der Hitze nicht.
Also gut, Leute, das war's mit dem Part. Wir sehen uns im nächsten und dann, muss ich dir was als nächstes in Angriff nehmen. Auf jeden Fall werden wir hier die restlichen freischalten. So. Dann haben wir die ganze Karte aufgedeckt. Also, see you later.